Radio Nürburgring in Zusammenarbeit mit RP1 auf der 87,7 hier beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und nicht nur in Zusammenarbeit mit RP1, auch in Zusammenarbeit mit Sven Bauer. Und von dem kommen jetzt die neuesten Fakten rund ums Rennen. Herzlichen Dank, Mike. Und wir haben einige Bilder draußen auf der Strecke gesehen, die uns alles andere als freudig gestimmt haben, was die Teams angeht oder was das Team mit der Startnummer 49 angeht. Der Audi R8 von Alexander Krebs, Chris Vogler, Dirk Müller-Sonntag und Guido Naumann, die haben das Fahrzeug verloren im Bereich des Flugplatzes. Dort, als man über die Kuppe drüber hinwegkam, knickte das Auto hinten rechts plötzlich einen Bog links ab in Richtung Leitplanke. Und wer so ein kleines bisschen Streckencharakteristik am Nürburgring betrieben hat an der Nordschleife, der weiß, was das für eine Stelle ist. Also das war schon ganz, ganz bitter, dieser Einschlag. Da ging auch gleich mal zur Abwechslung vorne die Haube hoch, wenn es das denn nur alleine gewesen wäre. Er hat versucht, das Fahrzeug noch weiter zu bewegen, hat aber dann festgestellt, hinten rechts die Radaufhängung, sie war gnadenlos eingeknickt. Das wird wohl der Grund gewesen sein, warum er halt beim Überfahren der Kuppe am Flugplatz dann auch so dramatisch abgebogen ist. Da gibt es kein Weiterfahren mehr für die Startnummer 49, aus und vorbei an dieser Stelle, also für den Audi R8. Krebs, Vogler, Müller-Sonntag und Naumann müssen also hier die Flügel streichen. Wir haben zumindest mal die freudige Nachricht, dass die Startnummer 16, die wir ja als Ausfall vermeldet hatten oder mit Unfall vermeldet hatten, die auch zwischendurch mal von den Kameras eingefangen worden sind, mittlerweile den Weg zur Box gefunden haben. Moore International Motorsport, die britische Besetzung auf dem Porsche GT3 Cup, auf dem 997er Fahrzeug mit Willie Moore, Bill Cameron und Callum Lockie, sind hier in die Box hineingekommen, haben also den Weg hierhin zurückgefunden. Und gar nicht glücklich, weil zweimal blau im Bild war, dürfte wohl die Mannschaft rund um Volkswagen Motorsportdirektor Chris Nissen sein. Denn es läuft bei der 118 einfach nicht rund bei dem VW Scirocco GT24. Jimmy Johansson, Florian Gruber, Niki Thiem und Peter Terting haben das Auto zwischenzeitlich auf dem Grand Prix-Kurs des Nürburgrings abstellen müssen, sind aber dann auch an den Schlepphaken gekommen und dürften sich wohl jetzt wieder im Bereich des Fahrerlagers befinden. Dort eben halt eine Reparaturpause einlegen müssen, eine weitere Reparaturpause. Man war ja so schon alleine gebeutelt genug durch die Vorkommnisse gestern Abend. Und gleichzeitig oder unmittelbar danach haben wir dann auch gesehen einen Dreher, der Startnummer 116. Dr. Ulrich Hackenberg, Professor Dr. Stefan Gies, Bernd Ostmann und Peter Wiss. Und dieses Auto stand dann mitten auf der Fahrbahn und es war einfach aus. Also man hat es nicht wieder anbekommen. Das scheint sich zwar in der Zwischenzeit auch relativiert zu haben, aber das waren so zwei Momente, wo beide blauen Scirocco nun also eingeblendet wurden. Gut, das Auto mit der 117, das läuft nach wie vor und es läuft augenblicklich hier an der gesamt 23. Position. Nasser Al-Attiyah, Vanina X, Dieter Depping und Klaus Niedzwitz. Diesen VW Scirocco GT24, den bringen wir hier auch über die Restrenndauer von 7,5 Stunden, die zu fahren sind. Sie bleiben, wie gesagt, an der 23. Position. Lassen Sie uns vielleicht so einen kleinen Blick mal werfen auf unsere Freunde vom OPC Race Camp. Unsere Fahrzeuge mit den Startnummern 142 und 141. Und ich habe deswegen diese Reihenfolge gewählt, weil sie so auch in der im Gesamtklassement gemeinschaftlich unterwegs sind, nämlich direkt hintereinander fahren. Zunächst mal die 142, der Opel Astra OPC von Hendrik Scharf, Jean-Marie Rathier, Arne Hoffmeister und Roger Bügeler, der auch gestern Abend hier in der Kabine schon drin war, auch einiges über das bis dato gelaufene Rennen von sich gegeben hat und gesagt hat. Und sie liegen hier an der gesamt 25. Position. Ein sehr, sehr ordentliches und beachtliches Ergebnis, das diese Mannschaft hier erzielt hat, zumindest bisweilen. Man muss sagen, auch das Auto mit der 141, der Opel Astra OPC von Sebastian Amosé, René Hiddel, Thierry Kilchenmann und Dennis Lüder, steht dem wohl im Nichts nach, denn die sind hier an der 26. Gesamtposition. Da ist man richtig gut sortiert im Hause des Opel OPC Race Camp. Da werden also hier sicherlich die Augen ganz, ganz groß, freudig groß für den Augenblick sein. Wir werfen unseren Blick hinein in die Gesamtklassifizierung, dass sich jetzt so ein kleines bisschen
sicherer darstellt, weil die meisten normalen Routine-Stops für den Augenblick erstmal abgehandelt waren. Und es bleibt natürlich beim Hybrid Porsche, beim GT3 R, der Start Nummer 9. Porsche Team Mantai, Jörg Bergmeister, Richard Dietz, Marco Holzer und Martin Ragginger als Spitzenreiter hier geführt mit 107 Runden derzeit auf dem Konto. 108. Runde läuft also. Und da wird dann irgendwann hier oben auch gleich der Zweitplatzierte auftauchen. Das ist dann das Auto mit der Startnummer 2. Das ist der Abt Sportsline Audi R8 von Christian Abt, Emanuele Collard, Lukas Luhr und Christopher Wies, die ja auch mit Problemen zu kämpfen hatten. Wir hatten das gestern mit Christopher Wies mal so ein kleines bisschen eruiert. Dieses Reifenproblem, das man dort mit sich getragen hat und das Auto dann also in einer Reparaturpause erstmal wieder fahrbar machen musste, um es dann letztlich knapp außerhalb der Top-10-Position wieder auf die Reise zu schicken. Und mittlerweile hat man sich bis an die zweite Position zurückgefahren. Wir haben es ja auch da von Christopher Wies gehört. Zunächst mal gab es ja noch eine Runde, die er selber dann auch herausgefahren hat, die er rausfuhr auf die Bahn. Und das war der Worst-Case-Szenario für ihn. Also schlimmer hätte es da eigentlich gar nicht kommen können. Ist ja nach dieser einen Runde dann wieder reingekommen. Reparaturpause ging weiter. Und man hat aber, und das sind die Geschichten, die das Rennen so schreibt über diese lange Distanz, den Anschluss nie ganz verloren. Und letztlich vielleicht natürlich auch ein bisschen davon profitiert, von dem, was an Ausfällen da war. Okay, das kann halt passieren. Das gehört auch mit zu einem Rennen einfach dazu. Insofern ist man jetzt einfach mal auf Rang 2 notiert und nimmt das gerne auch so in Kauf. Dann die dritte Position, da bleibt es bei unserem von BMW Motorsport eingesetzten M3 E92 aus der Klasse E1 XB2. Jörg Müller, Augusto Farfus, Uwe Alzen und Pedro Lamy als Drittplatzierte werden sie hier geführt und ebenso weiterhin geführt auf Rang 4. Der Hancock-Team, Farnbacher Ferrari F430 GTC, Dominik Farnbacher, Alan Simonsen, Lehman Keane und Marco Seefried, die sich hier auf Rang 4 eingefunden haben nach dem nicht möglichen Qualifying, nach dem zweiten Zeittraining, das man ja auslassen musste aufgrund dieses Unfalls, den man gleich in der Anfangsphase des Trainings hatte, als man aus der ersten gezeiteten Runde schon nicht mehr zurückkam. Jetzt hat man sich also wieder vorgefahren und hält sich dort bedenkenlos in der derzeit vierten Position des Feldes. Rang 5 notieren wir für die Startnummer 76 für den Need for Speed bei Schubert Motorsport BMW Z4. Marco Hartung, Patrick Söderlund, Edward Sandström und Martin Oehlin, die hier dieses Auto stellvertretend